Sozial verantwortungsvolles Investieren ein Nischenthema? Das ist es schon lange nicht mehr. In der Anlagewelt gewinnt dieser Trend immer mehr an Bedeutung. SRI steht für Social Responsible Investment, also nachhaltiges Investieren. Bei diesem Investmentansatz werden nicht finanzielle Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, kurz ESG, parallel zu finanziellen Kriterien systematisch berücksichtigt. Wenn wir in ein Unternehmen investieren möchten, führen wir eine zweigeteilte Analyse durch. Wir betrachten die finanziellen Kriterien: Rentabilität, Geschäftsmodell, Branche, Wettbewerbsfähigkeit und prüfen gleichzeitig die Environmental, Social und Governance-Kriterien. Aber was bedeutet ESG eigentlich genau? E, Environmental, steht für Umwelt. Wir analysieren die Umweltbilanz von Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Energieeinsparung und Reduzierung von Schadstoffemissionen. S, Social, steht für Soziales. Wir prüfen die Arbeitsbedingungen, die Beziehungen zu Kunden und Lieferanten sowie das Personalmanagement. G, Governance, steht für gute Unternehmensführung. Ist die Unternehmensführung transparent und unabhängig? Wie werden die Führungskräfte ernannt und vergütet? Welche Beachtung finden Aktionäre? Als Fondsgesellschaft ist Allianz Global Investors einer der Vorreiter im Bereich SRI. Schon seit dem Jahr 2000 fließen die ESG-Kriterien in unsere Anlageentscheidungen mit ein. Ein spezielles Expertenteam beschäftigt sich ausschließlich mit ESG-Research. Hier nutzen wir außerdem das Know-how unserer Muttergesellschaft Allianz. Wir sind davon überzeugt, dass die Berücksichtigung der ESG-Faktoren für eine nachhaltige Wertentwicklung entscheidend ist und zur Reduzierung der Anlagerisiken beiträgt. Die Integration der ESG-Faktoren in unseren Investmentansatz hilft uns, Risiken vorab zu identifizieren und sie besser abzuschätzen, langfristige Anlagechancen ausfindig zu machen, einen Mehrwert für die Portfolios unserer Kunden zu schaffen. Also viele gute Gründe, sich genauer mit nachhaltigen Anlagen zu beschäftigen.